Ja, erstmal schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Kollmann, wir haben eben zum einen von Ihnen einen Vortrag gehört, zum anderen sind Sie ja auch von Ihrem Buch und diversen Vorträgen und ja, Präsenz aus diversen Medien, Zeitschriften und so weiter bekannt. Wie sieht für Sie die Digitalisierung oder wie sieht Deutschland 4.0 für Sie aus? Was sind die wesentlichen Faktoren für Deutschland 4.0 aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, zunächst einmal muss man feststellen, dass das Thema Digitalisierung das beherrschende Thema schlechthin ist. Und zwar in allen Bereichen. Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich auch all das, was sozusagen mit Behörden und Politik und so weiter zu tun hat. Und ich glaube, dass wir da vor riesigen Herausforderungen stehen, die wir uns sozusagen stellen müssen. Und das, was zu Veränderungen führen wird, auch in allen Bereichen. Und diesen Veränderungen sozusagen müssen wir offen gegenüberstehen. Und ich würde mir für ein Deutschland 4.0 wünschen, dass wir eben auf der einen Seite die Chancen und Möglichkeiten rund um Digitalisierung in allen Bereichen erkennen. Bei natürlich aller Bewertung von möglichen Gefahren, ja, oder Nachteilen, keine Frage. Aber das trotzdem positiv angehen und versuchen, den meisten Nutzen in allen Bereichen aus der Digitalisierung für uns herauszuziehen. Das wäre sozusagen für mich erstmal der größte Wunsch. Und das spielt sich sehr stark gar nicht so sehr in einem technischen System ab. Also es geht nicht dazu, um irgendeinen Knopf zu drücken in irgendeinem EDV-System, sondern eigentlich ist der Knopf oben bei uns hier im Kopf, ja, mit der positiven Einstellung diesen Chancen gegenüber. Sie sprechen es an. Ich glaube, das ist auch etwas, was besonders im öffentlichen Sektor sehr präsent ist. Einfach dieses zuerst die Gefahren, zuerst die Sorgen, zuerst mögliche Probleme zu sehen und auch genauso zu handeln, nämlich im Zweifel erstmal abzuwarten und erst zu reagieren. Was glauben Sie, was wären denn wirklich notwendige Schritte, wenn wir jetzt dahin denken, dass wir eine Vision von Deutschland 4.0 haben? Wenn Sie sagen, es ist der Knopf im Kopf, was muss passieren, damit dieser Knopf überhaupt gedrückt wird? Also nächstes Mal muss man einfach feststellen, mit Reaktion hat man im Digitalen noch nie etwas gewonnen. Es geht immer um Aktion. Das heißt, es geht um die aktive Inanspruchnahme der Möglichkeiten einer Digitalisierung für das jeweilige Themenfeld. Und natürlich sind wir bei dem Thema Behörden oder E-Government auch in einer absoluten Notwendigkeit, etwas zu tun, weil wir das Ganze nicht mehr trennen können von den Ansprüchen seitens des Nachfragers als Bürger und den Unternehmen sozusagen als Partner im Rahmen für wirtschaftlichen Aktivitäten, Anmeldung, Ummeldung und all das, was damit zusammenhängt, dass wir hier sozusagen ganz klar erkennen, dass Behörden in dem Bereich Digitalisierung ein Partner sein müssen und die Systeme entsprechend so gestalten müssen, dass die Anforderung im Rahmen von Einfachheit, Bequemlichkeit, Schnelligkeit, weniger Bürokratie und so weiter eben tatsächlich auch erfüllt werden. Und das ist etwas, was sich sozusagen auch im E-Government-Bereich, auch teilweise politisch unterstützt im Rahmen von Regularien etc. pp., zunächst einmal als Erwartungshaltung an mich selbst auch im Rahmen der handelnden Akteure formulieren muss. Und auch das ist etwas, was im Kopf passiert. Wenn ich Behörde Nummer 1 werden will im digitalen Bereich, dann ist das erstmal ein Ziel, das sozusagen erstmal im Kopf entschieden wird. Und dann muss sozusagen das in konkretes Handeln umgesetzt werden. Und deswegen ist der erste Schritt eben nicht in der EDV, sondern eben im jeweiligen Kopf der handelnden Akteure. Die handelnden Akteure sind jetzt natürlich in Deutschland noch nicht da, wo eine Vision von einer digitalen Verwaltung oder so steht. Würden Sie vielleicht sogar überspitzt sagen, Deutschland hat da schon was verschlafen? Oder würden Sie eher sagen, naja, wir stehen ja noch am Anfang der Entwicklung, das können wir noch ohne Probleme einfach wieder aufholen? Also ich glaube tatsächlich, dass wir was verschlafen haben und das kann man auch in allen Statistiken ja ablesen. Ja, wenn man mal sich die aktuelle Statistik der Europäischen Union anschaut im Hinblick auf E-Government, dann sieht man halt eben Deutschland nur unter ferner Liefen, gerade mal knapp über EU-Durchschnitt. Ich glaube, dass wir hier massiv Aufholbedarf haben, dass wir bislang nicht erkannt haben, dort etwas zu tun, weil es lief ja einfach irgendwie. Und natürlich wir auch ein bisschen ein Problem haben, dass im Gegensatz zu anderen Ländern, die hier führend sind, ich denke nur an die baltischen Staaten, wir natürlich auch noch sehr, sehr stark gefangen sind in alten EDV- und IT-Systemen, die man nicht eben einfach mal so schnell neu aufbauen kann, so wie es dort eben möglich war, sondern wo wir eben sozusagen ja, am lebenden E-Government-Patienten halt eben operieren müssen. Und das ist eben, wo man sich natürlich etwas schwerer tut, auch vielleicht im Selbstverständnis, dass man natürlich vielleicht gewisse digitale Serviceleistungen dem Bürger oder dem Unternehmen gegenüber bislang nicht als Notwendigkeit gesehen hat, um hier Rahmenbedingungen zu schaffen,
dass digitales Deutschland und da Deutschland 4.0 eben tatsächlich auch Wirklichkeit wird. Rahmenbedingungen, Sie sprechen es an, Rahmenbedingungen schaffen. Ich glaube, Sie haben vorhin schon die Säulen genannt, oder Sie nennen ja das, was eigentlich passieren muss, dass man im Kopf den Schalter umlegen muss und erst auf der Basis dann anfangen kann zu handeln. Sind nicht die Rahmenbedingungen eigentlich auch das, die zuerst dafür geschaffen müssen, damit Behörden überhaupt zum Beispiel in der rechtlichen Lage sind, einen solchen Wandel zu gestalten? Ja, aber man darf sich hinter den Rahmenbedingungen nicht verstecken. Ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann gibt es da auch einen entsprechenden Weg. Und wir sehen es ja auch an der einen oder anderen Stelle, wo auch der Gesetzgeber durchaus einen Weg freigemacht hat für die entsprechenden digitalen Möglichkeiten im Bereich der Verwaltung. Das Thema E-Government hat sich ja die Bundesregierung, aber auch einige Landesregierungen ja durchaus auf die Fahne geschrieben. Aber es geht halt eben nicht so schnell, wie man sich das vielleicht wünscht und das auch vielleicht vorstellt. Und natürlich muss man aufpassen, dass man eben hier auch im Hinblick auf Anforderungen von IT-Sicherheit etc. pp. Mit Daten zu tun hat, die natürlich sensibel sind und die nicht in falsche Hände geraten dürfen. Und wir haben ja gerade den Fall, wo sensible Patientendaten im Hinblick von MRTs etc. pp. Frei im Internet zugänglich waren. Das ist sicherlich für die Betroffenen nicht besonders spaßig. Und deswegen müssen wir natürlich in diesem Bereich, ja, wenn wir an E-Government, E-Health und all das, was sozusagen im öffentlichen Sektor unterwegs ist, natürlich schon entsprechend das auch nicht außer Acht lassen, keine Frage. Aber, und dafür plädiere ich, wenn wir wirklich auch von Seiten des Staates zu einer echten digitalen Evolution kommen wollen, dann müssen wir auch ein paar alte Zöpfe abschneiden, weil wir können nicht mit dem weitermachen, was wir haben. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn Sie da halt eben Ihr Wunschkennzeichen noch online irgendwie aussuchen dürfen, nur um dann den entsprechenden Reservierungszettel entweder auszudrucken und mit zur Anmeldestelle zu nehmen, dann ist das irgendwie zwar nett, ist aber eben noch nicht das, was man sich wirklich vorstellt. Das muss eben durchgehend online passieren. Und selbst das haben wir eben in den vielen, vielen Städten und Gemeinden bislang eben so nicht hinbekommen. Ja, also ich glaube, der digitale Wandel ist in der Tat ein sehr zentrales Thema. Und das Beispiel, das Sie gerade anführen, Wunschkennzeichen online eintippen, um es dann wieder auszudrucken, ist natürlich ein Schritt weit ein Missverstehen von Digitalisierung. Wir haben ja im Moment mit den Buzzwords, ich sag mal, intelligentes Zeitalter rund um Blockchain, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Internet of Things zu tun, und da hat eigentlich das Ausdrucken von Papier keinen Platz mehr. Wie glauben Sie, könnten im öffentlichen Sektor 2.0 denn konkrete Schritte aussehen, um genau diese Technologien auch so zu nutzen, dass der Bürger einen tatsächlichen Mehrwert davon hat und eben nicht das, was Sie sagen, was ganz nett ist, was eine Spielerei ist, wo man was ausdrucken kann, um es dann nachher doch wieder mit der Post zur Behörde zu schicken? Also ich sag mal, die einfachste Antwort ist Medienbrüche vermeiden. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen von online wieder auf offline zurück muss, um dann am Ende das Verfahren abzuschließen, ist natürlich nicht das, was derjenige sich vorstellt, das ist doch ganz klar. Aber es geht auch noch einen Schritt weiter. Wir müssen eben gucken, dass wir uns vorstellen, wie sind sozusagen die entsprechenden Serviceleistungen dem Bürger gegenüber oder auch den Unternehmen gegenüber im Hinblick auf das, was die benötigen. Und wir wissen alle beispielsweise, wie lange es dauert, in Deutschland eine GmbH anzumelden und zu gründen. Das ist sozusagen Wochen, ja, die das sozusagen benötigt. In anderen Ländern sind es Stunden. So, und ich glaube, wenn man einfach mal irgendetwas dazwischen formuliert im Hinblick auf das, was erwartet wird, um dafür auch die entsprechenden Systeme zu schaffen, dann glaube ich, dann sind wir schon mal eine ganze Ecke weiter. Und ich glaube, dass hier eben die Kundenorientierung oder die Bürgerorientierung hier auch gerade, was das Thema Digitalisierung angeht, der einen oder anderen Behörde durchaus gut zu Gesicht stehen würde. Und deswegen müssen wir eben dort auch einen Mentalitätswandel haben. Nicht ihr müsst zu mir kommen, sondern ich komme mit der Digitalisierung zu euch. Und dann werden halt eben die Plattformen entstehen müssen, wo ich eben anhand auch der Daten und auch der Lebenswege von meinen Bürgern automatisiert aufgrund von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse herausfinden kann, was sozusagen demnächst an Ereignissen ansteht. Und dann wäre es doch mal schön, sozusagen proaktiv schon das entsprechende passende inhaltsmäßige Digitale zu offerieren, wo ich einfach nur mit einem iPhone-Knopfdruck Ja oder Nein sagen kann und nicht sozusagen hier die komplizierten Wege, die dann eben doch wieder zu dem realen Behördengang führen. Nehmen wir an, eine Verwaltung hat tatsächlich diesen Schalter im Kopf umgelegt und sagt jetzt, jawohl, wir möchten das jetzt machen. Ja. Welche Hindernisse sehen Sie denn jetzt dann noch auf dem Weg dahin,
wirklich in ein solches Szenario zu kommen. Das ist ja ein kompletter Bruch der gesamten bisherigen Infrastruktur oder mit der gesamten bisherigen Infrastruktur. Eine komplette Transformation, eine neue Welt. Mhm. Was sehen Sie auf dem Weg für Stolpersteine, für Hindernisse, die zuerst aus dem Weg geschafft werden müssen oder die man vielleicht auch unterwegs aus dem Weg schaffen muss? Ich glaube, das Hauptproblem ist immer, können wir nicht, dürfen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, ich glaube, wenn man sich immer wieder bei Anfang von solchen Projekten erst einmal mit den Dingen beschäftigt, die dazu führen, dass es nicht geht, hat man schon verloren. Ich glaube, wenn man einfach sagt, wir nehmen jetzt sozusagen die konkreten Prozesse, die wir haben, und die werden jetzt digitalisiert. Was müssen wir haben, damit das erreicht werden kann? Ist das eine vollkommen andere Herangehensweise, um es dann eben einfach hinzubekommen im Hinblick auf die Rahmenbedingungen, die ich habe? Und wenn die Rahmenbedingungen teilweise eben wirklich eine harte Verbotsschranke sind, dann müsste man mal darüber nachdenken, ob man die Rahmenbedingungen nicht verändert, zusammen mit dem Gesetzgeber, um hier sozusagen es dann doch irgendwie zu ermöglichen. Ich weiß, das hört sich so einfach an und für viele ist es auch vielleicht nur so dahingesagt. Aber letztendlich ist es sehr, sehr viel eine Einstellungssache, eben tatsächlich etwas zu wollen und zu können und eben dann auch zu machen. Und das ist eben auch etwas, was ich in meinem Vortrag eben ja habe durchklingen lassen, wo eben der Weg zur digitalen Transformation genau durch diese drei Säulen bestimmt wird. Und das ist eben abhängig davon, dass ich eben mit den richtigen Ideen, den richtigen Prozessen, wo vielleicht auch, sage ich mal, die Früchte etwas tiefer hängen, ja, sozusagen anfange und dann einfach exemplarisch mache und daran lerne und anstoße und verbessere und sozusagen nicht ein 10-Jahres-Projekt daraus mache, wo ich eben mit den riesigen Ungetümern an IT sozusagen von Anfang an alles erschlage. Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt sagen, natürlich, man kommt vor dem Einfachen, nähert sich dem an, indem man erstmal die tief hängenden Früchte erntet? Jetzt kommt man ja trotzdem irgendwann tatsächlich gerade im öffentlichen Sektor schnell an regularische Schranken. Was glauben Sie, könnte es ein Weg sein, die Politik zu überzeugen, dass gewisse Regularien vielleicht überholt sind, einfach durch diese schnell drehende Welt, indem man gewisse Prozesse vielleicht prototypisch umsetzt, sodass man sie zwar nicht produktiv nutzt, aber gegebenenfalls dem Gesetzgeber so vor die Nase halten kann? Oder was glauben Sie, sind Wege überhaupt, neue Ansätze in die Politik zu bringen? Ich glaube, der Kern ist doch manchmal, dass in der Politik bei den Entscheidern vielleicht gar nicht unbedingt gesehen wird, welche Möglichkeiten es eigentlich gäbe, wenn man denn nur die Rahmenbedingungen schaffen würde. Also da geht es vielen Politikern durchaus wie den Lenkern und Denkern in unseren Unternehmen. Sie sind mit dieser digitalen Technologie nicht groß geworden. Das heißt, ihnen fehlt auch da das konkrete Wissen und sozusagen die Selbstverständlichkeit einer Digitalisierung. Und das bedeutet eben, dass das Wissen dort nicht unbedingt immer an allen Stellen vorhanden ist und eben auch in Politik es durchaus von extern sozusagen angedockt werden muss. Dazu muss sich aber der politische Apparat öffnen und sozusagen digitale Know-how-Träger auch mal reinlassen, unabhängig von einem Parteibuch, und einfach entsprechende Konzepte und Strategien gemeinsam entwickeln, die dann eben sehr, sehr hart an den Möglichkeiten der Digitalisierung sich auch orientieren. Und da gibt es aber durchaus auch den einen oder anderen politischen Kopf, der das schon erkannt hat und der eben auch wirklich etwas anstößt und etwas macht. Wir haben ja gerade heute die Nachricht gehört, dass eben jetzt in Zukunft der Krankenschein, der gelbe Zettel, eben nicht mehr real sozusagen ausgedruckt und dann zum Unternehmen geschickt werden muss, sondern dass das eben in Zukunft digital passiert über die entsprechenden Systeme der Krankenkassen hin zu den Arbeitgebern. Und ich glaube, das sind einfach so schöne Projekte, wo man eben sieht, dass man sich was vornehmen kann und wo man eben dann auch etwas konkret angeht und etwas umsetzt. Und vielleicht mag das am Ende noch eine Insellösung sein und noch nicht verknüpft werden mit dem ganz großen Ganzen, aber es ist ein erster Schritt. Und da würde ich mal vorschlagen, von Schritt zu Schritt und Projekt zu Projekt dann eben auch einfach loszulegen und die Dinge einfach zu tun. Was ich an diesem Beispiel des Krankenscheins ganz spannend finde, das ist ja einer der Prozesse, wo man sagt, man bindet eigentlich alle Akteure einmal ein. Das ist einmal die Seite der Krankenkasse. Wenn ich jetzt aus der Seite des Arbeitgebers denke, dann komme ich einmal von der Seite der Krankenkasse. Das heißt, an meine Verwaltung tritt eine andere Verwaltung heran. Das heißt, ich habe eine Art Business-to-Business-Szenario. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber auch meine Zielgruppe oder eine Art Individualperson in den Prozess integriert. Das heißt, ich habe einen Arbeitnehmer, könnte jetzt natürlich in anderen Prozessen auch ein Bürger, ein Studierender, ein Klient sein. Das heißt, ich habe immer diese elektronische Wechselwirkung zwischen diesen Akteuren. Mhm. Ich glaube, dass es sehr viele Personen gibt, die daraus letztendlich
Gewinne ziehen können und Chancen daraus erhalten. Trotzdem macht dieses Thema Digitalisierung sehr vielen Menschen immer noch Angst. Es geht häufig um die Angst, Arbeitsplatzverlust oder die Angst, dass über meinen Fall kein Mensch mehr entscheidet, sondern eine Maschine. Was würden Sie den Menschen sagen, die als erstes mit diesem Reflex der Angst reagieren? Was würden Sie denen sagen, wie sollte da vielleicht auch eine andere Herangehensweise stattfinden? Also ich kann die Ängste durchaus nachvollziehen. Und Studien auch seitens des BMBF haben ja gezeigt, dass 80% aller Arbeitnehmer Angst haben vor dem Thema Digitalisierung, weil sie eben nicht wissen, was es für sie bedeutet. Und natürlich werden auch immer wieder gerne digitale Fehler ins Schaufenster gestellt, Datenklau und so weiter und so weiter. Ich glaube, was in dem Zusammenhang wichtig ist, und man kann diesen inneren digitalen Schweinehund eben tatsächlich nur besiegen, wenn ich mir eben das Wissen rund um diese Dinge aneigne. Das heißt, ich glaube, dass Ausbildung und Weiterbildung in dem Bereich essentiell ist für alle Beteiligten, sozusagen auf der einen Seite Chancen und Risiken besser miteinander abzustimmen und dann eben auch sich ein Stück weit eben nicht unentbehrlich zu machen. Denn es ist vollkommen klar, ich habe auf der einen Seite, wenn automatisierte Prozesse funktionieren, eben auch die Chance, die Zeit und die Ressourcen eben für andere Dinge zu nutzen, die eben deutlich wertschöpfender sind. Und wenn ich das Know-how dafür habe, bin ich eben auch tatsächlich ein wertvoller Mitarbeiter oder auch im öffentlichen Bereich Angestellter oder Verbeamteter oder wie auch immer und kann eben dort auch eben dort dann eben Dinge tun, die ich halt eben vorher so in der Form habe nicht tun können. Und das ist eben aus meiner Sicht etwas, was spannend ist, wo man aber natürlich die Bereitschaft haben muss, sich sozusagen noch einmal auch auf eine digitale Schulbank zu setzen und dieses Wissen sich anzueignen, damit man eben diese Veränderungsprozesse aktiv mittragen kann. Nur passiv das alles mit sich geschehen zu lassen, ist natürlich schwierig, ja, weil am Ende dann man vielleicht tatsächlich Gefahr läuft, in einem Bereich dann angesiedelt zu sein, der eben dann nicht mehr für einen realen Kontakt in Zukunft notwendig ist und dass eben man dann eine digitale Substitution hat. Und deswegen rate ich allen Beteiligten, hier nochmal tatsächlich dieses digitale Wissen aufzunehmen, weil das ist der beste Schutz vor Angst und der größte Schutz auch am Ende vor einem digital ausgebotet werden, ja, wenn man mal in dieser Bildsprache bleiben darf. Heißt das für Sie, Arbeit 4.0, sage ich mal, hat insbesondere damit zu tun, dass auf der einen Seite diejenigen arbeiten, die natürlich nur über die, über den persönlichen Kontakt arbeiten können. Nehmen wir mal das Beispiel des kirchlichen Umfelds, da haben wir den Priester. Ich glaube, der wird so schnell nicht durch eine Maschine ersetzt werden. Oder die Betreuung. Ach, sagen Sie das nicht. Nein, ich sage das deswegen. Ich habe schon einen Segensautomaten gesehen, so falls Sie den kennen. Genau, es gibt den digitalen Klingelbeutel. Das kenne ich durchaus auch. So, das heißt, auch da haben wir tatsächlich viel Digitalisierung, man glaubt es kaum. Aber ich glaube trotzdem, dass bis die Hostien von einem Automaten ausgegeben werden, der Messablauf von einer digitalen Stimme gehalten wird. Ja. Ich glaube, das ist noch weit weg und insbesondere, wenn man dann auch an so Dinge denkt wie Traugottesdienste oder Begräbnisse, wo man dann ja durchaus den persönlichen Kontakt einfach braucht. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Kerngeschäft, wo man sagen kann, da wird der persönliche Kontakt, glaube ich, tendenziell lange erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch nicht nur die Leute, die in den klaren Kerngeschäften arbeiten, sondern andersrum auch die, Sie schon gerade angesprochen haben, die eben vielleicht in den Verwaltungen arbeiten, denen Sie sagen, Weiterbildung in die Digitalisierungs- und Gestaltungsrichtung. Sind es so aus Ihrer Sicht diese zwei Felder, ich sag mal, der tatsächliche Menschenkontakt und eben die Gestaltung der Prozesse, in der sich Arbeit 4.0 konzentrieren wird? Also ich glaube, dass am Ende alles digitalisiert wird, was digitalisiert werden kann. Was eben aber nicht heißt, dass sozusagen wir nur noch in einer digitalen Welt zu Hause sind. Ich sag mal, solche Dinge wie Matrix, Filme und Science Fiction mögen das vielleicht suggerieren, aber am Ende des Tages haben wir natürlich immer noch eine reale Ebene. Einverstanden. Ich glaube, dass diese beiden aber gleichberechtigt nebeneinander sein werden und man muss eben entscheiden, wo ich eben tatsächlich mehr unterwegs sein werde für den Einzelfall. Im Übrigen gibt es auch digitale Friedhöfe inzwischen, wo man sozusagen sein digitales Lebenswerk und seine digitalen Spuren, die man hinterlassen hat, eben sozusagen ablegen kann, damit die nachfolgende Generation das immer mal wieder aufgreift, was dort sozusagen geschaffen wurde. Auch ganz spannend. Aber ich denke tatsächlich, dass niemand, auch einer Behörde, den realen Kontakt zu einem Bürger nehmen will. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich viele, viele Prozesse haben, die in diesem Spannungsfeld sehr, sehr gut digitalisiert werden können, um einfach schlicht und ergreifend Routinearbeit hier zu übernehmen. Was dann sozusagen darüber hinaus auch in einer Serviceleistung, in einer persönlichen Beratung an Spezialfällen eine Rolle spielt,
Das werden wir sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle weiter im persönlichen Kontakt haben. Einverstanden. Ich bin auch gar kein Freund davon zu sagen, wir holen sozusagen diesen Kontakt komplett sozusagen weg und außen vor. Ja? Aber ich glaube, dass die Digitalisierung auch dabei helfen kann, weil wenn zum Beispiel ein Bürger kommt und derjenige hat die Möglichkeit, über digitale Daten sich besser auf das Gespräch vorzubereiten, dann wird es vielleicht am Ende noch effektiver stattfinden, als man das vielleicht vorher getan hat. Und vielleicht gibt es auch viele Möglichkeiten, sozusagen sinnlose Gespräche ja, im Vorfeld schon klären zu können, weil eben dann etwas fehlt oder noch nicht beigebracht wurde oder wie auch immer sich das gestaltet. Und das kann eben nur ein Hilfstool sein, ja, gerade auch für den realen Kontakt. Ja, also ich kann mir das auch tatsächlich, so wie Sie es schildern, gut vorstellen. Was vielleicht noch ein anderer Aspekt an der Arbeitswelt sein könnte, wie sehen Sie das? Was kann eigentlich der digitale Wandel dazu beisteuern, die aktuellen Probleme, die gerade auch Verwaltungen zu spüren bekommen, Unternehmen mittlerweile ja auch, was den demografischen Wandel einfach betrifft. Das heißt, wir haben eine Menge von Arbeitnehmern, die in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen werden, haben gleichzeitig deutlich weniger Arbeitnehmer, die nachströmen. Das heißt, viele Stellen bleiben unbesetzt. Was glauben Sie, sind vielleicht auch in Kombination mit sozialwirtschaftlichen Herausforderungen wie immer mehr Altersbetreuungsnotwendigkeiten und sowas. Was sind für Sie vielleicht Chancen, die sich darin finden, dass wir einfach die neuen digitalen Möglichkeiten haben? Oder gibt es ganz, ganz viel, ich sag mal, von Präventionssystemen aufgrund von Digitalisierung im Gesundheitsbereich, davon der Organisation von Pflege in den entsprechenden Optimierungen der Abläufe, in den Sicherheitssystemen, dass man beispielsweise in den Fußboden digitale Sensoren einbaut, die messen können, ob ein alter Mensch zu Hause gefallen ist und nicht mehr aufsteht und dann automatisiert den Rettungsdienst holt. Auch dieses Feld ist unglaublich weit und wenn ich dann auch nochmal an die ganze Sprach- und Bildsteuerung denke, die jetzt mit den ganzen Alexa-Ecosystemen und Google-Boxen auf den Markt kommen, dann wird auch nochmal eine ganze Menge passieren, wie die digitale Teilhabe gerade der Elternbevölkerung und wo auch nochmal der Kontakt dann natürlich auch zu einem Staat und zu Behörden auch darüber letztendlich nochmal gesteuert werden kann. Und die Mitarbeiter, die jetzt sozusagen älter werden und austreten werden in den wohlverdienten Ruhestand, die müssen selbstverständlich dann auch in irgendeinem Grad ersetzt werden durch die jungen Mitarbeiter. Nur die wollen auch aufgrund dessen, dass sie mit der Digitalisierung groß geworden sind, auch bei einer Behörde in einem digitalen Arbeitsumfeld unterwegs sein. Und da muss man eben auch gucken, dass man die Attraktivität schafft, ja, dass man eben auch diese Talents noch bekommt. Denn der Kampf um digitale Köpfe wird auch für die Behörden extrem schwierig werden. Und wir sehen das heute schon, auch bei mir in der Hochschule. Ich hatte neulich dazu noch gerade ein Gespräch mit unserer Personalabteilung. Es ist zunehmend schwer, Menschen und, sage ich mal, die digitale Generation auch gerade sozusagen für den öffentlichen Sektor zu begeistern, weil es eben dort noch nicht so weit ist, dass man ihnen auch ein digitales Arbeitsumfeld bieten kann. Und danach werden die zunehmend auch nachfragen. Was ich so zum Abschluss noch gerne einmal wissen würde, wie hat Ihnen der Tag hier für den öffentlichen Sektor als Informationsveranstaltung für unsere Kunden, die sich nun mal auch auf den Weg machen möchten in die Digitalisierung, bisher gefallen? Was nehmen Sie mit? Also zunächst mal finde ich solche Veranstaltungen sehr, sehr sinnvoll und sehr zweckmäßig dafür, dass die Leute die Chance haben, sich mit dem Themenfeld mal zu befassen. Vor allem, weil man sie mal rausholt aus ihrem Tagesalltag, ja, um hier eben sozusagen diese Themen mal zu diskutieren. Ansonsten hatte ich während meines Vortrags natürlich die Gelegenheit, mal so in das eine oder andere Gesicht der Teilnehmer zu blicken. Und das war sowohl sozusagen dieses Nickende, ja, nach dem Motto, oh ja, tatsächlich, das betrifft uns, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und manchmal so ein bisschen der erleichterte Blick nach dem Motto, ach, das betrifft uns nicht, da brauchen wir uns nicht mit zu befassen. Es war sozusagen ein Wechselbad der Gefühle, glaube ich, auch für jeden. Und das war für mich als Vortragender auch sehr, sehr spannend, wie man versucht hat, das zu reflektieren. Und ich hoffe, dass ich so den einen oder anderen Impuls gegeben habe. Aber dass ich glaube, dass die, die zumindest heute hier waren und sich damit auch befasst haben, dass die wirklich einen Impuls mit nach Hause nehmen und sagen, ja, das Thema können wir mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dann ist tatsächlich auch tun und zu Hause vielleicht das eine oder andere wirklich auch mit umsetzen. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe selber im Plenum gesessen und habe eben auch ähnliche Eindrücke aufgeschnappt, habe um mich herum immer mal wieder so ein Murmeln, teilweise ein Lachen, teilweise ein, ja, das sind doch genau wir, wahrgenommen. Von daher finde ich es
sehr spannend, auch welche Themen Sie angesprochen haben, welche Themen Sie in Ihrem Buch auch aufgreifen und welche Themen ja, wir jetzt hier gerade nochmal besprochen haben. Ich freue mich, dass wir Sie ja, hier als Redner hatten, haben und ja, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke auch.